Zusammen mit Ryan Brooks, mit Quintus Robertson, mit Laquan Powell und mit Zach Peacock. Sprungball ist gewonnen für Frankfurt. Der erste Angriff läuft. Heuler die Wallfühl. Konstantin Klein, den muss man unter Druck setzen, Jungs. Auf geht's, ja, Barry Stewart. Raus zu Prowl, der zu Prowl unter den Korb. Der Jugenddank von Quartus Robertson. Was für ein Beginn für die Frankfurter. Wow, da hat die TBB in der Verteidigung gepennt. Wenig offensiver Output von Gien, geht da jetzt aber gegen den Mann und macht die Punkte. Konstantin Klein und will dann Foul haben. Klein wuchs jetzt im 1 gegen 1, will den Block haben, zeigt er an. Peacock kommt, will ihn setzen, steckt dann aber nochmal durch. Peacock aus der Mitteldistanz, bumm. Geil in dem ersten Viertel. Klein gegen Jared Howell. Versucht ihn jetzt mal unter Druck zu setzen, aber Klein setzt sich durch und macht das End One. Foul, oh mein Gott. Also, Junge, Junge, das ist ein Nachwuchsspieler, lieber Jared Howell. Ja. Spiel März zum Beispiel von Manninghoff, jetzt gut gestört. Robertson bekommt den Ball, geht raus, völlig freier Dreier von außen. Und er ist drin. Andi Seifert gegen zwei, Basti Dorit. Er geht in den Float und macht die Schön. Punkte. Basti Dorit. Der Ball raus zum März. März im 1 gegen 1, gegen 2, gibt nochmal raus. Und dann nimmt Vogtmann den Mitteldistanzwurf. Er kann die. Er kann die. Gegen Merz, Dorit. Oh, schöner Pass. Oh, Tikoko macht den Ball aber nicht rein. Nimmt den Offensivrebound an und macht dann die Punkte. Ja. Schöner, kämpferischer Einsatz von Vita Tikoko. Tikok zu Bartel und fast der Stil. Da ist der Stil von Lennart. Ja. Wegstipitz von Barry Stewart und Lennart mit dem Punkten vom Coast to Coast. Trier nur noch 5 hinten. Da Katsurin gibt's die Auszeit nimmt Katsurin. Die Auszeit. Stewart. Handover von Seifert. Lennart. Schöner Pass von Lennart. Ja. In letzter Sekunde die Punkte. Hier. Nate Lennart. Lennart im 1 gegen 1. Der ist da. Der gibt immer alles. Macht die schweren Dinge auch. Ja. Über den Mann drüber. Die TBB mit den letzten Sekunden. Mit einem Barry Stewart, der endlich mal einen Wurf nimmt. Der endlich mal einen Wurf nimmt. Und ihn macht. Seinen ersten Wurf. Ihn macht, da rede ich ihn schwach und dann macht er den Buzzerbeater zum 34 zu 35. Alles offen zur Halbzeit. Quintus Robertson zurück zu Konstantin Klein. Klein mit dem schnellen Angriff vorbei an 2 zum Korb. Und macht die Punkte mit dem End One. Konstantin Klein. Frankfurt im Angriff. Lassen sie jetzt sehr viel Zeit. 7 Sekunden nur noch. Ryan Brooks unter dem Korb völlig frei. Nein. Der Ball noch irgendwie zu Nate Lennart kommt. Dann der nächste komische Pass. Stewart zieht zum Korb. Barry Stewart zu kurz. Offensiv-Rebound Stewart. Punkte Stewart. Oh mein Gott. Barry Stewart. Es ist kein schönes Spiel. Es ist ein Kampfspiel. Das haben wir so erwartet. Lennart mit dem nächsten Dreier. Lennart! Ja! Stewart. Ja. Jetzt weiter brauchen so. Wir. Weiter Stewart so. Zieht Jermaine Buckner mit dem Dreier. Ja! Jermaine Buckner! Yes! Sein Buckner. Vorbei an Powell, Buckner. Ganz schweres Ding. Hat er den reingeeiert? Mamma mia. Wenn wir das verlieren, muss ich weinen. Oh, Dorit verdattelt den Ball. Oh, nee. Manninghoff von draußen mit dem Dreier. Ja! Du bist Manninghoff. Henrik raus. Und ich bin auch raus. Oh, freier Dreier. Robertson, der ist ganz wichtig. Quintus Robertson. Mach den Dreier. Ja, ist auch genau Nervosität im Spiel. Andi Seifert gibt raus. 2 Boot für 3. Ja! Und Henrik rennt aufs Feld und brüllt Jörg hier. Yes! Meine Fresse, ey! Raus auf Robertson. Robertson raus auf Klein. Steckt durch. Toller Pass zu Peacock. Oh, das ist ein Fall von Peacock. Muss er wegbleiben, Nate Lennart. Ja. Für mich halten sie schon ziemlich lang den Ball. Buckner! Yes! Yes! Und den rein! Foul, yes! Nur noch 2 Minuten überstehen. 11 Punkte Führung. Das dürfen die nicht vergeiern. Stewart nimmt den Dreier! Stewart! Yes! Bartel fängt den Dreier an, geht dann in die Mitteldistanz. Geht nochmal raus auf Brooks. Ganz wichtiger Dreier von Brooks, der sitzt. Es war eine Crown-Power, ich hab's nicht verwechselt, tut mir leid. Aber der Dreier. Ach, Kinders, ist das schön. Mach den erst nicht rein, ist ganz egal. Haben wir uns alle verdient, Leute. Haben wir uns alle verdient. Die 100. Übertragung musste man auch gewinnen. Ja, alles andere wäre auch ein Skandal gewesen. Von Barry Stewart. Macht den zweiten rein, die TBB-Tier. 2, 1,
und schlägt aus. Yes. Frankfurt mit 78 zu 70 und feiert den Klassenerhalt. Yeah. Sascha, Vorstand der TBB, was für ein Spiel, 11 zurückgelegen. Die haben am Anfang alles getroffen, die Frankfurter, und dann so zurückgekommen. Das hat Charakter gezeigt, oder? Ja, absolut. Also wir haben in der Halbzeit uns den Berichtsbogen angeguckt und da war Frankfurt bei ein gutes Stück über 70% Trefferquote. Von der Zweierlinie, wir keinen einzigen Dreier reingekriegt. Unsere Quote war eigentlich auch nicht so schlecht. Aber dann zweite Halbzeit hat das dann ein bisschen besser funktioniert. Und als halt wir dann dran kamen, dann haben die Frankfurter schon ein bisschen Muffesausen gekriegt. So hat mir das ausgesehen und ja, war einfach geil. Zweite Halbzeit, Hammer. Und es gab ja auch unter der Woche schon positive Nachrichten von der Liga. Die Lizenz ohne Auflagen, also Hausaufgaben gemacht, auch in wirtschaftlicher Sicht. Jetzt kann man auch ein gutes Team, ein starkstäffiges Team für nächste Saison zusammenbauen. Ja, ist so. Also wir stehen da in Verhandlungen. Da wird auch in Kürze was rauskommen. Du weißt ja, wir machen da wieder so ein paar Sachen. Ich habe auch gehört, dass David ein paar schöne Sachen auch dazu gekauft hat, sodass da noch ganz andere Sachen möglich sind. Und ja, wird eine gute Sache. Ich freue mich drauf und kommen gute Jungs zu uns. Also, das klingt doch schon sehr positiv. Ihr könnt das natürlich dann auch live sehen bei TBB at Home. Dankeschön auch an den Kollegen von 5-4, der das zugelassen hat, dass wir kurz dazwischen live gehen konnten. Und ja, TBB at Home, eure Couch ist gefragt. Schickt uns ein Foto eurer Couch auf unsere Facebook-Seite per E-Mail an mail@basketballstream.de oder wie auch immer. Wir stellen jede Verpflichtung, egal ob neu oder bleibender Spieler, vor, auf eurer Couch. Wird ausgelost und dann sind wir bei euch live mit dem Spieler oder mit einem Offiziellen, falls der Spieler in den USA schon ist. Basketball-Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?